Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Ich freue mich, wieder bei euch sein zu dürfen. Dank auch für die Worte der Einführung von Marie-Louise. Eigentlich bleibt mir nichts anderes übrig, als dazu ein kleines Korreferat zu liefern. Ich will es dann also mal versuchen. Das zentrale Problem scheint mir zu sein, heute mit dem Egoismus einigermaßen sinnvoll umzugehen, dass das Wort als Substantiv verwandt, Ego, ich, erst relativ spät im europäisch-philosophischen Denken auftaucht und auch selten reflektiert worden ist. Und wenn es reflektiert worden ist, dann auf eine solch abstrakte Form, wie bei Kant oder bei Hegel, die einem normalen Sterblichen kaum zugänglich ist. Der Egoismus oder das Ego wurde zunächst mal meistens von der Vernunft her verstanden. Das Ich ist eigentlich die Vernunft des Menschen oder eine ähnliche Instanz, wie auch immer. Ich denke, dass dieser Egoismus, der eigentlich von der Vernunft her kommt, und die Vernünftigkeit in den Mittelpunkt seines Ismus steckt und stellt, dass dieser Egoismus durchaus eine Ethik haben kann und haben wird. Ich möchte das Thema auch schon dahingehend modifizieren. Ich glaube nicht an die Ethik von Egoisten, erst recht nicht für Egoisten, sondern ich glaube an eine Ethik eines oder einer Egoistin oder eines Egoisten. Ich glaube, dass solche Generalisierungen im ethischen Bereich, wenn sie materielle Inhalte betreffen, sei es den Begriff der Leistung oder was auch immer, dass solche materialen Bestimmungen dem einzelnen Menschen nicht gerecht werden. Und das ist auch die Kritik, die heute von Derrida und anderen an der Philosophie geübt wird, und der Philosophie möchte ich mich auch anschließen, dass die meisten Philosophen von dem Menschen sprechen und nicht dem Menschen. Es geht immer auch über den Einzelnen und ein philosophisches System, das nicht auch den Einzelnen mitbeschreibt, sondern ihn ausgrenzt, sodass er sich in keinem der Systeme eigentlich wiederfindet, und das geht einem normalen Menschen so, dass er sich in keinem der Systeme eigentlich voll wiederfindet. Er findet den einen oder anderen Gedanken wieder, aber nicht sich. Dazu geführt hat, dass wir heute im Dekonstruktivismus bewusst versuchen, alle Philosophien, die über den Menschen handeln, und das tun ja die meisten, beiseite zu legen und nach philosophischen Ansätzen zu suchen, die dem Einzelnen gerecht werden, den Einzelnen nicht exkommunizieren, sondern den Einzelnen mit einbegreifen. Und das ist gerade jetzt für das Reflektieren über den Egoismus sehr wichtig. Dieser Dekonstruktivismus ist nicht eine Erfindung der Neuzeit, sondern der Dekonstruktivismus ist uralt. Er stammt letztlich von Sokrates des Platon, der ganz klar zwischen Wahrheit und Gewissheit unterschied und seinen Richtern vorwarf, dass sie Gewissheiten über seine Untaten haben möchten und sie für wahr hielten und deshalb ihn zum Tode verurteilt haben. Die Unterscheidung von Gewissheit und Wahrheit ist der Ansatz jedes kreativen und produktiven Dekonstruktivismus. In dem Augenblick, wo ein Mensch seine Gewissheiten für wahr hält, dann wird er im negativen Sinn zum Egoisten. Dann wird er intolerant und richtet sich in seinen Gewissheiten, die er für wahr hält, gegen andere Menschen, und das in einer destruktiven und radikal destruktiven Weise. Solange wie ein Mensch sich von seinem Selbst her definiert, in dieser Weise Egoist ist, aber sich im Besitz nicht von Wahrheiten, sondern von Gewissheiten wähnt,
die den Gewissheiten des anderen, solange wie sie nicht sozial unverträglich sind oder sozial unverträglichem Handeln führen, den Seinen für gleichberechtigt hält, wobei die eventuelle sozial Unverträglichkeit, die dem anderen unterstellt wird, dem Behauptenden zum Beweis vorgelegt werden muss. Er muss beweisen, nicht der andere. Nicht in diesem Augenblick bekommt dieser Egoismus, der seine Gewissheiten hat und aus seinen Gewissheiten lebt und die Gewissheiten des anderen als seinen gleichberechtigt gelten lässt, bekommt natürlich dieser Egoismus eine ganz neue Note. Die Zeit, in der vielleicht der Egoismus seine Blüte erfuhr und auch erfahren konnte, war deshalb nicht das Altertum. Das war auch nicht das Mittelalter, sondern das war die Neuzeit. In diesem Cogito ergo sum oder cogitans sum oder wie auch immer, es gibt ein halb Dutzend analoger Formulierungen bei Descartes. Ich übersetze das jetzt mal, ich denke, also bin ich, obwohl Descartes das noch in der Verbform lässt, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, diese Unterscheidung hat schon Kant dazu geführt, das Ich in zwei verschiedene Formen des Ich zu unterscheiden. Das eine, sagen wir etwas umgangssprachlich, ist das logische Ich. Das Ich denke ist etwas Logisches, das erst Sinn bekommt, wenn dahinter ein Verb folgt. Sonst gibt es das Ich nicht. Oder ein transzendentales Ich, das ist die Bedingung der Möglichkeit dessen, dass ich denke. Das ist aber kein reales Ich. Während das also bin ich, ein reales Ich meint. Und ein solcher Satz, der einen logischen Prädikator, ein logisches Wort mit einem ontologischen Wort begründend verbindet, ist, wie Kant in der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft deutlich gezeigt hat, unsinnig. Nicht? Es handelt sich um zwei Ich, das sieht er ein, darüber hat er auch viel geschrieben, aber ein transzendentallogisches Ich, das sein muss, damit ein Subjekt da ist, das denkt. Und das andere Ich, das ist das reale Ich. Das sind zwei verschiedene Ich. Hegel hat das dann sehr viel weiter entfaltet, vor allen Dingen dem transzendentalen Ich verpflichtet, also dem Ich, dem ein Verb folgen muss, damit es Sinn bekommt. Jedenfalls in unserem umgangssprachlichen Denken. Dieses Ich wurde dann zu einem Ismus, wurde zum Egoismus erst relativ spät. Die Ismen tauchen erst im 18. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts in großer Menge auf. Nicht? Kapitalismus, Konstruktivismus, Marxismus und die anderen Ismen, die Sie alle kennen. Wir sind ja heute geneigt, jedem Wort hinten einen Ismus anhängen zu können und daraus dann so etwas wie eine Ideologie zu machen. Ismen sind in aller Regel ideologisch verallgemeinerte Worte, die zu ebenso verallgemeinerten Aussagen führen. Nicht den Marxismus gibt es nicht. Und die Aussage Karl Marxens, ich bin kein Marxist, ist völlig zutreffend. Er hat den Ismus auch abgelehnt. Auch ihm ging es um den einzelnen, sich selbst entfremdeten Menschen, ihn wieder zu seinem realen Menschsein zurückzuführen. Aber nun ist das Wort mit dem Ismus, auch in der Form des Egoismus, nun halt mal im aller Munde und wir müssen uns überlegen, was kann dieses Wort sagen, meinen, wie kann man es definieren, damit es in unserem Denken einen Ort bekommt, obwohl dieser Ort, wie wir noch sehen werden, in dem es sich vielleicht heimisch gemacht hat und bei den meisten Menschen hat es sich ja schon eine Heimat gefunden, dieses Wort vom Egoismus,
Was hat es da für eine Bedeutung und wie müssen wir die Bedeutung modifizieren, damit sie in dem heutigen, auch philosophischen Denken standhält? Gut, lassen wir das jetzt mal mit den Essen. Über Ismen kann man natürlich beliebig lange reden, was aus einem Wort wird, wenn man einen Ismus dranhängt. Es gibt jetzt nun rein lexikalisch gesehen zwei klassische Definitionen von Egoismus. Zunächst mal eine Haltung, deren wesentlichen Merkmale das Streben nach Selbstbehauptung, nach Erlangen von Vorteilen für sich selbst, nach Erfüllung der eigenen Werteinstellungen, Erwartungen, Interesse, Bedürfnisse, ist auch, wenn sie denen anderen, den Vibes, Werteinstellungen, Erwartungen, Interessen, Bedürfnissen anderer widersprechen. Nicht diese Form des Egoismus ist etwas sehr Alltägliches und wir sind in diesem Sinne alltäglich Egoisten, das heißt, wir besitzen ganz elementar eine Haltung, deren wesentliche Merkmale das Streben nach Selbstbehauptung ist. Wir wollen unser Selbst sichern. Wir würden in der Psychoanalyse sagen, die narzisstische Homöostase sichern, unsere Selbstachtung bewahren und sichern. Und zweitens das Erlangen von Vorteilen von für sich selbst suchend. Das sind wir alle. Nicht? Wir alle suchen Vorteile für uns selbst und das auch durchaus für viele, unter der Begrenzung, dass dieses Suchen nicht anderen schadet. Jedenfalls nicht unverhältnismäßig schadet. Und dann suchen wir endlich, und zum Dritten, unsere eigenen Werteinstellungen, Erwartungen, Interessen und Bedürfnisse zu erfüllen. Und das auch, wenn wir klar uns darüber sind, dass sie den Werteinstellungen, Erwartungen, Interessen und Bedürfnisse der anderen nicht entsprechen. Dieser Egoismus ist die Grundlage der modernen Kommunikationstheorie geworden. Kommunikation hat zum Ziel, das Abgleichen, notwendig jedenfalls, das Abgleichen der Selbstbehauptungsbestrebungen. Ich kann nicht Selbstbehauptung gegen Selbstbehauptung setzen, sondern ich muss versuchen, Selbstbehauptung und Selbstbehauptung miteinander in eins zu bringen im kommunikativen Handeln. Wenn das nicht geschieht, wenn Selbstbehauptung wieder Selbstbehauptung steht, kommt keine Kommunikation zustande. Auch das Erlangen von Vorteilen, und mag es nur der Vorteil sein, dass der andere meine Gewissheiten ernst nimmt. Das ist ein wichtiger Vorteil, wenn er meine Gewissheiten ernst nimmt. Wenn ich ihn dahin bringe, und das ist ein Ziel der Kommunikation, ein wichtiges und unauflösbares Ziel der Kommunikation, und endlich auch das Darstellen der eigenen Werteinstellungen, Erwartungen, Interessen und Bedürfnisse. Auch das versuchen wir ganz unbewusst in jedem kommunikativen Miteinander zu realisieren. Oft geht das so stark, und wir sehen das in unseren Seminaren häufiger, erleben es häufiger, dass eine Koordination von Werteinstellungen, Erwartungen, Interessen und Bedürfnissen, die die Voraussetzung jeder Kommunikation ist, die der gelingenden Kommunikation ist, es muss ein gewisser Durchschnitt da sein, ich muss in irgendeinem Bereich gemeinsame Erwartungen, Interessen, Bedürfnisse oder Werteinstellungen haben und damit dann ein Fundament geschaffen haben, auf dem ich dann Kommunikation errichten kann. In diesem Sinne definiert ist Egoismus die Voraussetzung jeder gelingenden Kommunikation. Es gibt eine andere Definition von Egoismus, jetzt auch eher von Philosophien herkommend, und zwar nicht nur von europäischen Philosophien herkommend. Nachdem auch das altruistische Handeln, also das Handeln, das zum Nutzen des anderen geschieht, letztlich in Selbstliebe gründet und diese Selbstliebe in dem Handeln für den anderen auch realisieren will.
Diese Position ist heute die verbreitetste, wenn ein Mensch umgangssprachlich seinen Egoismus legitimieren möchte. Er möchte sagen, ich schade ja niemandem. Im Gegenteil, ich möchte ja auch den Nutzen des anderen, weil ich letztlich, wenn ich den Nutzen des anderen will, dadurch auch eigenen Nutzen habe. Diese nahezu selbstverständliche Entschuldigung in Anführungszeichen der meisten Menschen, die ihre Selbstdefinition zentral um ihr Ego herum aufgebaut haben, um ihr Ich aufgebaut haben, diese Position ist wahrscheinlich die übliche Legitimation des heutigen Egoismus. Nun, dieser Egoismus hat einen großen Nachteil. Diese beiden Formen des Egoismus haben einen großen Nachteil, überhaupt wie die meisten Definitionen des Egoismus, auch die von gerade aus dem Amerikanischen kommenden, einen Nachteil, dass sie rekonstruktivistisch sind, dass sie meinen, wir würden in unserem Erkennen ein reales Bild vom anderen Menschen bauen und haben. Also, wir haben ein reales Abbild vom anderen und dieses reale Abbild können wir aufgrund des Verhaltens des anderen, sagen wir als altruistisch oder als egoistisch oder als ein Gemisch von beiden, erkennen und bezeichnen. Diese rekonstruktivistischen Ansätze, nachdem wir also Welt rekonstruieren in unserem Kopf und auch den anderen Menschen rekonstruieren, im Wesentlichen so wie er ist in unserem Kopf, und aufgrund seiner Handlungen dann entsprechend ihm irgendwelche Epitheta, irgendwelche Eigenschaften zusprechen, die ist auch in der Philosophie sehr verbreitet. Immanuel Kant, wirklich kein Rekonstruktivist, sondern im Gegenteil einer der Mitbegründer einer sehr kritischen Position gegenüber Rekonstruktivismus, handelt dennoch in seinen Ethikvorlesungen über den moralischen Egoismus. Er definiert diesen als eine Einstellung, die Macht, dass wir uns im Verhältnis zu anderen allein leben. Das ist schon etwas schwierig. Das ist eine ganz neue Definition, eine philosophische Definition, die der umgangssprachlichen ziemlich weit entfernt ist, verglichen mit den beiden erstgenannten. Dass wir uns im Verhältnis zu anderen letztlich allein leben. Der Egoist in diesem Sinne wäre ein unendlich einsamer Mensch. Er lebt im Verhältnis zu anderen sich selbst allein. Ich habe viele gerade Menschen in höheren Personen, in höheren Führungspositionen erfahren, die diesen Sinne aus der kantischen Ethik hier sich zwar nicht als Egoisten bezeichnen, aber sie diese Bezeichnung erfüllen. Der Egoismus macht, dass wir uns im Verhältnis zu anderen alleine leben. Dieser Egoismus kann nach Kant drei Gestalten haben. Erstens der Egoismus des Verstandes. Wir können uns in Bezug auf unseren Verstand allein leben. Wir vereinsamen gleichsam in unserer Rationalität, ohne dass die Brücken aufweist zur Rationalität anderer. Solche Egoismen gibt es. Menschen, die sich im Besitz ewiger und alleiniger Wahrheit halten und alle anderen für Irrende. Sie brauchen gar nicht schizophren zu sein. Natürlich findet man das auch in manchen Psychosen, dass manche sich im Besitz ewiger Wahrheiten halten und im Besitz ewiger Wahrheiten halten und alle anderen im Besitz von Irrtümern. Dann aber auch die des Geschmacks. Es gibt Menschen, die dogmatisch sagen, was ästhetisch ansprechend ist, was gut ist, was den Ohren, den Augen der Sinnlichkeit schmeichelt und was sie beleidigt, was sie kränkt.
Es gibt solche Dogmatiker, und wenn Sie hin und wieder einmal Fernsehen sehen, Sie tun das bestimmt viel häufiger als ich, ich benutze das nur zum Einschlafen, dafür brauche ich 10 bis 20 Minuten. Ich kriege auch nur das erste Programm mit meiner Zimmerantenne. Und unabhängig davon, was da gerade läuft, stelle ich das auf 10 oder 20 Minuten ein. Ich erlebe selten, dass ich nicht schon eingeschlafen bin, wenn die Automatik es abstellt. Schön, also sonst werden Sie es aber auch sehen, dass es Kritiker gibt, die gerade im Bereich des Schönen oder der Kunst, auch der literarischen Kunst, Dogmatiker sind. Sie sind Egoisten im Kantschen Sinne. Sie leben sich selbst allein. Und endlich gibt es dann auch noch den Egoismus der Praxis. Das bedarf eigentlich keiner weiteren Erläuterung, dass Menschen in der Praxis sich selbst allein leben, dass ein Mensch, der sich selbst allein lebt, in der konkreten Lebenspraxis, die letzte Stufe der Einsamkeit erreicht hat, die meistens dem Wahn oder auch dem Suizid unmittelbar vorausgeht. Dass es solche Menschen gibt, brauchen wir nicht weiter auszuführen. Ich wollte nur sagen, dass es diese Definition von Kant auch ihre praktische Relevanz hat, ihre Lebensrelevanz. Was heißt es, für sich allein zu leben? Nicht am Beispiel, etwa der logische Egoist hält es für unnötig, sein Urteil um Urteil anderer zu prüfen. Dem ästhetischen Egoisten genügt sein Geschmack schon allein. Der moralische Egoist schränkt alle Zwecke auf sich selbst ein. Er sieht keinen Nutzen in dem ein, als in dem, was ihm selbst nutzt. Er entführt sich nicht an den Pflichtvorstellungen, die er als den obersten Bestimmungsgrad seines Willens setzt. Das ist wörtlich zitiert aus den Ethikvorlesungen von Kant. Die moralische Bedeutung des Wortes Egoismus hat sich nun in der Folgezeit immer weiter durchgesetzt. So bei Schleiermacher oder der Kanzlerin Krug unterscheidet 1827 noch zwischen zwei Bedeutungen von Egoismus. Er kann spekulativ, metaphysisch oder praktisch, moralisch sein. Und hier interessiert uns der praktische Egoismus. Praktischer Egoismus bezeichnet diejenige Denkart oder Handlungsweise, welche alles, dem Ich dienstbar zu machen sucht, mithin keine Pflicht gegenüber anderen anzuerkennen sucht. Es sei denn, dass ich verspreche, sich einen Nutzen davon. Sie sehen eine gewisse Ähnlichkeit mit der zweiten umgangssprachlichen Definition von Egoismus. Besonders aber hat sich Arthur Schopenhauer mit Egoismus beschäftigt, und er versteht darunter eine Gesinnung, die alles für sich haben und besitzen will und was dem dagegen ist, vernichten möchte. Hier ist natürlich die moralische Qualität des Egoismus absolut klar definiert, nämlich er ist moralisch verwerflich. Wenn es nicht alles besitzen will und was ich nicht besitzen kann, vernichten möchte, dann ist das sicher verwerflich. Jedes Individuum macht sich zum Mittelpunkt der Welt und berücksichtigt sich selbst als Wichtigsten. Es gibt sicher Menschen, die sich zum oftmals zu Cosmo, zum Nabel der Welt machen und als dieser Nabel der Welt dann versuchen, alles andere zu verstehen. Das ist aber nichts anderes als dieser dogmatische Egoismus, von dem ich eingangs gesprochen habe, sich im alleinigen Besitz von Wahrheit wähnend. Nicht ein solcher Mensch macht sich zum Nabel der Welt. Ich will jetzt nicht weiter auf Schopenhauer eingehen. Ein Satz vielleicht noch, wörtlich zitiert von Arthur Schopenhauer: alles für mich und nichts für die anderen. Das ist das Schlagwort, unter dem jetzt Schopenhauer den Begriff des Egoismus zusammenfasst. Diesen Egoismus zu bekämpfen, ist die erste und wichtigste Macht, welche die moralische Triebfeder zu bekämpfen hat. Wörtliches Zitat.
Nun, aber viel interessanter als dieser Exkurs bei Schopenhauer ist die Aussage, über die ich Sie jetzt erstmal bitte nachzudenken versuche. Ludwig Feuerbach schreibt, der Egoist ist wesentlich monotheistisch, denn er hat nur eines, sich zum Zweck. Der Gott, der sich nur um das eine, um sich kümmert. Also, Ludwig Feuerbach ist der Meinung, der Egoist ist wesentlich monotheistisch. Er kennt nur einen Gott, nämlich sich selbst. Denn er hat nur eines, sich selbst zum Zweck. Diese Selbstzwecklichkeit des Menschen, die bei Kant zur Grundlage seiner Ethik wurde, diese Selbstzwecklichkeit, die wir normalerweise heute umgangssprachlich mit Hürde bezeichnen, diese Selbstzwecklichkeit des Menschen, die den anderen und sich selbst niemals zum reinen Mittel macht, sondern auch immer zum Zweck des Handelns macht, zum Ziel des Handelns macht. Diese Selbstwirklichkeit des Menschen wird jetzt bei Feuerbach im Egoismus, in der Egoismusdefinition reduziert auf den Menschen, der nicht andere zum reinen Mittel macht, sondern sich selbst zum reinen Zweck macht und nicht zum Mittel macht und dadurch, dass er sich zum reinen Zweck macht, zu Gott macht. Sie werden vielleicht darüber erstaunt sein, dass ich diesen an für sich doch belanglosen, scheinbar belanglosen Text Ihnen vorlese. Er ist nicht belanglos. Es gibt Menschen, die eine eigentümliche Form von Religiosität ausgeprägt haben, und die sind gar nicht so schrecklich selten. Das sind jene Menschen, die nichts über sich anerkennen. Weder die Menschheit, noch die Geschichte, noch etwas Göttliches, noch andere Menschen. Sie haben sich selbst zum Gott gemacht. Sie sind das höchste Wesen, von dem her alles seine Bestimmung erhält, vor allen Dingen seine moralische Bestimmung, ob es gut ist oder schlecht, ob es recht ist oder unrecht, ob es schön ist oder hässlich. Sie allein beurteilen alles. Und Sie sagen, Sie mögen mir sagen, diese Menschen gibt es selten. Nein, nein, die gibt es nicht selten. Jeder Atheist, die meisten Atheisten sind nicht Atheisten. Nicht? Sie glauben an einen Gott, an den ich auch nicht. Sie glauben nicht an einen Gott, an den ich auch nicht glaube. Insofern, also ist, wenn man mal fragt, einen Atheisten fragt hier nach seinem Gottesbild fragt, dann kommt meistens etwas heraus, bei dem man nur mit dem Kopf schütteln kann und sagen, nun gut, das glaube ich natürlich auch nicht an sowas. Ne? Aber immerhin, es gibt Menschen, die nichts über sich anerkennen und die sich selbst damit zum höchsten und einzigen und alleinigen Maßstab aller Bewertung machen. Sie sind dem üblen Spruch Versprechen der Schlange im Paradies, vielleicht erinnern Sie sich noch an der biblischen Geschichte davon gehört zu haben, verfallen. Nein, Gott hat euch nicht verboten, von allen Bäumen zu essen, sondern nur von dem einen Baum in der Mitte dürft ihr nicht essen. Und weißt du auch, warum euch Gott das verboten hat? Damit ihr nicht werdet wie Gott, wissend, was gut und böse. Und wie viele Menschen unter uns urteilen darüber, was gut ist, moralisch gut und moralisch böse. Eritis sicut Deus. Und realisieren damit das verbrecherische, die verbrecherische Verheißung der Schlange, des Bösen. Des Bösen schlechthin. Wir haben kein Recht, moralisch einen Menschen zu urteilen, zu beurteilen und zu verurteilen. Und deshalb neige ich auch dazu, wie gesagt, das Wort Egoist zunächst einmal wertfrei zu betrachten und habe Ihnen auch eine ganze Reihe von Definitionen angeboten, die diese Wertfreiheit betonen.
Nicht die Griechen waren ein bisschen praktischer als die Juden und haben dann nicht das Urteilen, was gut ist und böse, als den Grund für das angenommen, dass Menschen, ob wider guten Willens, anderen Menschen Böses tun, nämlich die Ursünde. Sondern die Ursünde bei Sokrates war die Verwechslung von Wahrheit und Gewissheit. Wir haben also zwei Definitionen, wenn man will, von Ursünde. Dass Menschen ihre Gewissheiten mit Wahr für wahr halten und andere, die glauben, sie wissen, was moralisch gut und böse ist, wissen wir nicht. Ich habe mal eine große Veranstaltung gehabt, ich will jetzt nicht sagen, für eine große Verpackungsanstalt, war da der Vorstand war saß in erster Reihe, natürlich, und dann hat der in der Diskussion ist der Vorstandsvorsitzende aufgesprungen und hat gesagt, ja, und Sie verurteilen moralisch nichts, Saddam Hussein, das war gerade während des zweiten Golfkriegs, ich habe gesagt, nein, denn ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Ich weiß, dass vielleicht sein Verhalten kriminell ist, aber ob es moralisch ist oder nicht moralisch ist, das weiß ich nicht. Ja, nun, das können wir vielleicht gelten lassen, aber wie ist es denn mit Hitler? Verurteilen Sie den nicht moralisch? Da habe ich gesagt, nein, woher? Woher nehme ich das Recht? Bin ich Gott? Sie müssen aber Hitler verurteilen. Da habe ich gesagt, ich tue es nicht. Darauf kamen zwei freundliche Gestalten und haben mich aus dem Saal begleitet. Damit ich den Tobsuchtsanfall des Vorstandsvorsitzenden nicht zur Fülle mit anhören musste. Ich denke nicht daran, einen Menschen moralisch zu verurteilen. Nicht? Und schauen Sie, hier hat dann der Egoismus auch seine Grenzen. Ein Egoist kann niemals zwei Dinge, erstens, wie schon gesagt, seine Gewissheiten für wahr halten. Und zweitens kann er nie mit irgendwelcher Begründung moralisch urteilen über Gut und Böse. Das ist Gott vorbehalten. Jesus hat das übrigens noch verschärft. In der Bergpredigt können Sie nachlesen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn nach dem Maß, nach dem ihr misst, werdet auch ihr gemessen werden. Nein, das ist eine schöne, das sollte man es mal ganz groß irgendwo übers Bett hängen, diesen Spruch. Richtet nicht, damit nicht ihr gerichtet werdet. Das ist noch die Verschärfung dieses, der Ursünde-Definition der Schlange des Alten Testaments. Da hat also jeder Egoismus seine moralische Grenze und nicht nur seine moralische Grenze, sondern die Grenze, die nicht durch die Moral, sondern durch die Unmöglichkeit gezogen ist und ein Anspruch jenseits dieser Unmöglichkeit moralisch zu werden, das ist Schwachsinn. Nicht? Wir haben objektive Grenzen, die uns gegeben sind und zu behaupten, wir bezügen eine Moral jenseits dieser Grenzen, das kann man vielleicht transzendental logisch in dem Sinne jetzt der scholastischen Definition des transzendental logischen, dass eine Grenze immer auch ein Jenseits hat, vielleicht noch rechtfertigen. Aber wir wissen nicht, was jenseits dieser Grenze ist. Das ist nicht das, was an moralischen Qualitäten und Urteilen jenseits dieser Grenze haust. Dass dieser rekonstruktivistische Form des Egoismus hat zu Reaktionen geführt. Vor allen Dingen, wie schon angedeutet, in Kollektivismen. Die verschiedenen Kollektivismen, sei es Nationalsozialismus, sei es Marxismus, nicht alle Marxismen sind kollektivistisch, aber einige sind es geworden, vor allem der Leninismus und der Stalinismus waren weitgehend Kollektivismus. Sind solche Reaktionen auf egoistische Weltbilder oder Menschenbilder gewesen, die sicher in der Generalisierung, die sie bei Lenin und Stalin gefunden haben, so von keinem Menschen gelebt werden. Und die große Gefahr, hier sehen Sie es wieder, eines Ismus ist, dass man etwas behauptet, es gilt für alle Menschen einer bestimmten Population. Es gibt nichts, was für alle Menschen einer bestimmten Population gilt. Es gibt nur ganz wenige Merkmale, von denen man sicher ausmachen kann, dass sie jetzt für alle Menschen in diesem Raum gelten, nämlich
dass hier in diesem Raum einige sind, die mir zuhören. Nicht, also das ist mit einiger Sicherheit auszumachen und da ist, wie ich im trivialen Sinne, hat diese Gewissheit ein gewisses Recht auf Wahrheitsanspruch für sich. Nicht, wenn es unmittelbar der Sinneserfahrung entspricht. Stört Sie das Rappeln hier meines Sitzes? Nee. Ich werde mich mal woanders hinsetzen, rappelt es vielleicht nicht so. Also dieser ideologische Rückschlag vom Egoismus in den Kollektivismus bezieht sich auf einen Egoismus, der sehr undifferenziert gesehen wurde und definiert wurde als das. Egoist ist der Mensch, der seinen eigenen Nutzen sucht, auch wenn er anderen dadurch schadet. Nicht? Das ist der Egoismus, den nach der Auffassung mancher, die Adam Smith nie gelesen haben, von Adam Smith vertreten wurde, dass wenn das größte Glück der größten Zahl, und das Glück jetzt bezogen auf das finanzielle, materielle, ökonomische Glück, wird erreicht, wenn jeder nach seinem eigenen Glück strebt, materiellen Glück. Nicht? Das ist eines der größten Fehler des Utilitarismus gewesen. Der erste Versuch, nachdem das Christentum nicht mehr richtig trug, von den Mills und von einigen anderen begründet, zu fragen, was ist eigentlich das höchste Gut? Und das höchste Gut ist das größte Glück der größten Zahl. Ja, und dann hat man dann gefragt, ja, und was heißt eigentlich das Wort Glück? Nicht? Für den einen sind ökonomische Werte das höchste Glück, für den anderen politische Werte, soziale Werte, kulturelle Werte, egoistische Werte, private Werte. Der eine säuft, ist das höchste Glück, so im Halbzustand betroffen zu sein. Für den anderen ist das größte Glück, im Garten zu arbeiten. Der dritte ist das größte Glück, eine zufriedene Ehe zu führen. Der andere hat das größte Glück, Kinder zu haben, die ihm Freude machen und so weiter. Das heißt, das Glück ist nicht definierbar. Wir wissen nicht, was Glück heißt. Wir wissen nur eines, das Glück kommt von Glücken und der Mensch ist glücklich, der sagen kann, mein Leben glückt mir. Aber dieses ist für jeden Menschen ein anderes Leben. Bitte, das Leben glückt mir ist ein formaler Satz, kein materialer Satz. Es ist für jeden Menschen anders, wird von jedem Menschen anders verstanden, anders formuliert. Nicht? Und deshalb kann man Glück nicht objektivieren, es sei denn, man objektiviert es, versucht es zu objektivieren, wie Adam Smith es versucht hat, im rein materiellen Bereich. Und dann wird es auch ein bisschen problematisch, denn das größte Glück der größten Zahl lässt auch bei Adam Smith natürlich Leute zu, die nicht mitkommen. Die Ränder von Armen, von Armut. Nicht, dass man dann versucht hat, diese Form des Egoismus, die im diesem ökonomischen Egoismus, den zu modifizieren, wie das etwa Helmut Schmidt getan hat, in einem Sozialutilitarismus, das ist eine andere Sache. Und Sie können sich immer fragen, Herr Schmidt war übrigens der einzige Kanzler, der mit irgendeinem philosophischen und ethischen Hintergrund regiert hat. Bitte sonst keiner. Keiner bislang, jedenfalls keiner, nicht? Und der sozialutilitaristisch dachte, das größte Glück der größten Zahl unter besonderer Berücksichtigung des Glücks der sozialen Schwachen. Das will ich erreichen. So sollen meine Gesetze gemacht werden und das ist mein Ziel. Sie erinnern sich noch an einen scheinbar oberflächlichen Spruch, lieber 5% Inflation als 5% Erwerbslose. Nicht, das sind profane Kurzformulierungen, die aus dem Sozialutilitarismus kamen. Aber er selbst ist an seiner Partei mit dem Sozialutilitarismus gescheitert. Seine Partei hat diesen Sozialutilitarismus nicht getragen. Seine Partei wusste, dass für jede Volkspartei etwas ganz anderes gilt, nämlich eine Medianpartei. Der Median hat das Mittelmaß. Stellen Sie sich mal so eine Normalverteilerkurve vor. Ja? Da haben Sie in der Mitte ein Mittelmaß, das μ. Die Partei, die das μ überschreitet, gewinnt die Wahl. Und das μ wird definiert
als eben die Überzeugung der meisten Menschen von ihrem größten Glück. Und die Überzeugung der meisten Menschen von ihrem größten Glück ist die Bewahrung sozialer Besitzstände. Und die Menschen, die glauben, welche Partei sichert am ehesten meine sozialen Besitzstände, war bei der letzten Wahl halt die SPD. Und deshalb haben die Leute SPD gewählt. Nicht CDU ist nicht 16 Jahre zufällig an der Macht geblieben, sondern hat raffinierterweise immer das Mühe, also sich die Sicherung sozialer Besitzstände als ersten Punkt auf ihre Tagesordnung gesetzt. Mit welcher Moral, und so, das hat mit Moral nichts zu tun, sondern einfach mit dem Stichwort, wie sichere ich den Erfolg einer Wahl, nicht? Sonst nichts. Aber auch hier sehen Sie wieder einen kollektiven Egoismus, ich will das jetzt nicht vertiefen. Es gibt Systeme, soziale Systeme, die auch egoistischen Kriterien gehorchen, wie ganz analog wir jetzt für das System Mensch, wie wir sie entwickelt haben. Aber das ist jetzt nicht eigentlich das Wichtige. Der entscheidende Punkt ist für mich, der Aufbau, wie kommen wir übrigens dazu, jetzt konstruktivistisch, jetzt nicht rekonstruktivistisch. Rekonstruktivismus ist eine Erkenntnistheorie, die wie gesagt behauptet, wir haben ein Bild von Welt, auch von anderen Menschen, von dem anderen, von mir selbst und von Beziehungen zwischen Menschen im Kopf. Nicht? Und aufgrund dieser objektiven Vorgabe des Bildes können wir sagen, dieser Mensch ist nach Grund dieser oder jener Definition Egoist. Aber die Sache ist jetzt, und das ist viel schwieriger, ich kenne keinen einzigen Philosophen, der jetzt konstruktivistisch das Problem des Egoismus angegangen ist. Also wir wissen, dass unser Gehirn ein Konstrukt bildet von sich selbst, von anderen Menschen, von Beziehungen zwischen Menschen. Und welche Bedingungen müssen gegeben sein, damit ich oder ein anderer das Konstrukt, Selbstkonstrukt oder Du-Konstrukt, ausbildet Egoist. Achten Sie darauf, dass der Rekonstruktivismus in jeder erkenntnistheoretischen Form, die wir bekennen, falsifiziert ist. Ich will nicht damit sagen, dass der Konstruktivismus wahr ist, er ist aber die einzige erkenntnistheoretische Theorie, über die wir überhaupt verfügen können. Somit müssen wir diese gesamte Frage, die wir jetzt behandelt haben, nicht aus dem Rekonstruktivismus herausholen, und wir haben sie bislang ja da drin gelassen, sondern müssen sie überführen in den Konstruktivismus. Stellen wir mal die einfachste Frage zuerst. Welche Merkmale muss ein Mensch haben, damit mein Erkenntnisvermögen, das sehr selbstreferenziell arbeitet, das von außen zwar Impulse, Signale bekommt, aber Informationen auf der Großhirnrinde sehr selbstständig erzeugt und im Denken verarbeitet werden. Wie komme ich dazu, einen anderen Menschen Egoist zu nennen? Er muss ein bestimmtes Verhalten, Signale aussenden, damit mein Großhirn das Bild ausbildet, Egoist. Welche Merkmale kämen hier in Frage? Sicher ein Merkmal, das auch für die Ausbildung des Ich-Konstrukts notwendig ist. Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch versucht, seine Unsicherheiten zu reduzieren. Und in dieser Unsicherheitsreduktion auch den Verantwortungsbereich möglichst nicht über das Maß des Erträglichen und des Erträglichen hinausgehen zu lassen. Das stets Unheimliche, das Fremde soll so weit als möglich aus dem Ich verschwunden sein. Und es kommt auch deshalb, das Fremde, wir haben darüber schon mal einen ganzen Tag hier gehandelt, das Fremde
in einer Verwechslung zwischen Konstruktivismus, einem Konstrukt, das wir haben und das uns vielleicht Angst machen kann, nicht, je nachdem, welche Erfahrungen wir mit dem Fremden gemacht haben im Unbewussten. Wir machen das aber jetzt konstruktivistisch, nicht, oder rekonstruktivistisch. Wir nehmen an, das Fremde bedroht uns wirklich, obwohl es uns nur in unserer Einbildung, in unserem Bild, was wir von uns selbst gemacht haben, bedroht. Zweitens ist sicher typisch für sowohl das Ich, ein egoistisches Ich-Konstrukt als ein egoistisches Du-Konstrukt eine ökonomische Moral, also eine sogenannte exogene Moral. Ich nehme wahr Signale, dass ich oder andere mich nur sozialverträglich verhalten, um nicht sozial bestraft zu werden. Die klassische religiös begründete Moral spielt beim Egoisten im Konstrukt, im Ich- oder Du-Konstrukt keine Rolle mehr. Auch die Verhaltensweisen, die Umgehensweisen des Menschen, des Ich-Konstrukts mit dem Du-Konstrukt in einem Beziehungskonstrukt sind jetzt weitgehend bestimmt nicht mehr von der Frage des Nutzens, sondern von anderen tiefer liegenden Fragen, wie zum Beispiel Fragen emotionaler Zuwendung, emotionaler Liebe, ähnlich der Erfahrung ähnlicher Vibes. So bilden wir Wir-Konstrukte aus, die wir emotional positiv besetzen oder auch Wir-Konstrukte, die wir negativ emotional besetzen. Und der Partner in einem solchen Wir-Konstrukt ist dann auch emotional besetzt und ist dann kein Egoist mehr. Denn er hat mich ja in sein Leben mit hineingenommen. Und ein anderer Mensch, der nicht mehr in sich lebt und für sich lebt, sondern auch in mir lebt, mit mir lebt und auch mich in sich hineinnimmt, ist kein Egoist mehr. Ein anderer Aspekt, der einen Menschen dazu bringen kann, jetzt ein Egoist zu werden im Konstrukt. Wann beurteilen wir einen anderen Menschen als ein Konstrukt, das wir von anderen Menschen haben, als egoistisch? Sicher ein wichtiger Punkt ist der Geist des Habens. Nicht, wenn einer etwas haben will und vom Haben gehabt wird. Wenn wir den Eindruck haben, bitte, das braucht, es ist ein Eindruck, mehr als Eindrücke haben wir nicht, Signale, wenn wir die jetzt so verarbeiten, dass sie jetzt in das Schema Egoismus reinpassen, das wir uns gemacht haben, dann sprechen wir diesen Menschen Egoismus zu. Das ist der Egoismus, den Karl Marx so schön geißelt. Er sagt, es gibt Menschen, die nur zufrieden sind, wenn sie eine Blume pflücken können. Und sie meinen, sie hätten sie nur, wenn sie sie gepflückt haben. Hält diese Menschen für arme Menschen, die vom Geist des Habens besessen sind. Nicht die Blumen draußen stehen zu lassen, sie zu bewundern, ist doch unter Umständen sehr viel wichtiger, als sie zu pflücken und sie nach einer halben Stunde als verwelkt wegzuwerfen. Der Geist des Habens, gehabt werden von irgendetwas, von materiellem, von auch vom intellektuellen Bereich, zu behaupten, ich besitze Wahrheit, ich verfüge über Wahrheit, ich verfüge über das Recht und die Fähigkeit zu sein wie Gott, urteilend, was gut und böse. Gehabt, besessen werden von Einfluss, von Geld, es gibt so vieles, was Menschen haben kann und besitzen kann. Aggressivität kann Menschen besitzen. Alles dieses zu haben ist nicht schlecht, aber davon gehabt zu werden ist schlecht. Und ein Mensch, der von irgend diesem gehabt wird, löst bei vielen Menschen das Schema Egoist aus. Ein anderes, was das Schema Egoist auslöst, ist ein Menschenbild, das primär von der eigenen Individualität ausgeht.
Ich versuche schon seit Jahren immer ein Menschenbild aufzuzeichnen, das in einem Pentagramm oder Hexagramm darzustellen ist, nachdem in einer Ecke zwar die Individualität steht, auf der anderen Seite dann die Sozialität, dann die Weltlichkeit, die Mundanität, die Geschichtlichkeit und die Grenzhaftigkeit und die Sozialität und dann noch, allerdings ergänze ich es durch die Transzendentalität. Ein Mensch, der sich in der Ecke der Individualität so festmacht, dass die anderen keine Rolle mehr spielen, selbst die eigene Grenzhaftigkeit möglichst verleugnet wird. Nicht? Oder die eigene Verantwortung an Welt oder die eigene Verantwortung an Geschichte, die Verleugnung der eigenen Lebensgeschichte. Nicht? Alles das sind Menschenbilder, die bei vielen Menschen auslösen das Schema Egoist. Sie sehen, dass das Thema unseres heutigen Nachmittags nicht heißen kann, oder Vormittags, Mittags nicht heißen kann, Ethik der Egoisten, sondern Ethik des Egoisten. Nicht? Es sind nämlich sehr verschiedene Möglichkeiten, wie das Schema Egoismus bei Menschen aktiviert werden kann. Und die Frage ist jetzt, wie bezieht sich das auf Ethik? Ich möchte jetzt dem mal entgegenstellen, mindestens in wenigen Sätzen, ein Menschenbild, das zumindest einen weiteren Pol neben der Individualität oder dem Ego mit hineinnimmt, nämlich das Du. Das Ich und das Du mit hineinnimmt. Das heißt, eine Welt, in der wir Menschen zwischen Egoismus und Altruismus oszillieren. Das ist, wenn wir ehrlich sein wollen, die Welt der meisten. Es gibt auf dieser Welt ein paar Egoisten, natürlich, ich kenne auch einige davon, die bei mir das Schema Egoismus sehr massiv wachgerufen haben. Einige Unternehmensberater und Unternehmenssanierer und so gehören dazu. Und die scheinbar oder anscheinend tatsächlich bei mir den Eindruck erweckt haben, dass sie bereit sind, den Nutzen, auch dann den eigenen Nutzen oder den Nutzen ihres Unternehmens auch dann zu suchen, wenn sie den anderen oder den anderen Unternehmen dadurch schaden. Nehmen wir ruhig mal diese krasse Definition des Egoismus, die krasseste, die es überhaupt gibt. Und davon absehen, was das Wort Nutzen eigentlich bedeutet, den eigenen Nutzen suchend. Das lassen wir jetzt mal außer Acht. Das ist eines der kompliziertesten und schwierigsten zu erklärenden Worte. Ich hatte schon angedeutet, was dem einen nutzt, wird der andere als Schaden betrachten. Und das Wort Nutzen ist nicht generalisierbar. Es ist nur individualisierbar. Und deshalb ist jede Ethik, in der das Wort Nutzen vorkommt, immer nur eine individuelle Ethik, bei der die Stelle des Nutzens offen bleibt und von jedem Menschen gefüllt und auch anders gefüllt werden kann und muss. Das kann von Minute zu Minute sich ändern. Wenn wir aber unser Leben oszillieren lassen zwischen dem Suchen des Eigennutzens und des fremden Nutzens, oder besser, zwischen dem Interesse des Ich und dem Interesse am Du, dann, denke ich, kommen wir ganz schnell auf eine Ethik, die nichts anderes ist, als das Ihnen zu Genüge bekannte Biophilie-Postulat. Handle steht so, dass du durch dein Handeln eigenes und fremdes Leben eher mehrst als minderst. Und damit haben wir auch eine Nutzensdefinition, nämlich Leben, das personale Leben in allen Dimensionen eher mehren als mindern. Ich denke, dass diese Überschreitung des Egoismus in das Dazwischen, das Zwischen zwischen Egoismus und Altruismus, diese Überschreitung des Egoismus
Es kommen sicher auch Überschreitungen in Bezug auf Weltlichkeit, Geschichtlichkeit, Grenzhaftigkeit und Transzendentalität hinzu. Aber dass schon alleine diese Überschreitung in das Soziale hinein notwendig eine Ethik macht, die im Biophilie-Postulat ihren letzten Ausdruck findet. Natürlich gibt es auch andere höchste ethische Werte. Ich kann mit Kant der Meinung sein, wie schon angedeutet, dass die Selbstwirklichkeit des Menschen der höchste ethische Wert sei. Ich kann mit Marx der Meinung sein, dass die Aufhebung der Entfremdung des Menschen oder der Menschheit der höchste ethische Wert sei. Alle diese Werte sind in der Biophilie schon enthalten. Sie sind Ausdrucksformen der Biophilie. Ich kann einen Menschen nicht entwürdigen und gleichzeitig behaupten, ich sei biophil. Ich kann einen Menschen sich selbst nicht fremd machen und behaupten, ich sei in meinem Verhalten biophil. Und deshalb denke ich auch, dass von hierher gesehen den klassischen Egoisten, der bereit ist, seinen eigenen Nutzen so durchzusetzen, dass er dem anderen schadet, den Nutzen des anderen mindert oder gar den Nutzen oder ihm sogar schadet, dass ein solcher Egoismus prinzipiell frei ist von jeder ethischen Anspruch. Die anderen Formen des Egoismus, die das andere, die den anderen mitbegreifen und mitbeinhalten, und zwar nicht nur verzwecklicht beinhalten, sondern persönlich beinhalten. Nicht der andere hat, ich darf dem anderen nicht schaden, weil er sonst zurückschlägt. Also das ist jetzt nicht gemeint, das wäre rein verzwecklichter Altruismus. Sondern, dass wir davon ausgehen, dass wir Teile eines Wir sind und dass wir in diesem Wir handelnd nur zu uns selbst finden. Ein Mensch, der niemals in einem anderen, in einem Wir sich selbst gefunden hat, hat sich selbst nie gefunden, in der Regel sogar verloren, und ihm ist das Biophilie-Postulat fremder als fremd. Ich danke Ihnen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann müsste das Wort Böse eigentlich aus unserem Sprachschatz verdammt werden, in der Verwendung, du bist ein böser Mensch, weil das einer moralischen Verurteilung gleichkommt, so ist es. Wenn wir uns also jetzt mal vorstellen, dass jemand ein Verbrechen begeht, Kindesschändung ist besonders abscheulich, und ich sage zu ihm, moralisch verurteile ich dich nicht, aber juristisch kriegst du jetzt entweder lebenslänglich oder je nachdem, wo du lebst, wirst du zum Tode verurteilt. Welchen Unterschied macht das eigentlich für den Betreffenden? Wenn ich sage, moralisch verurteile ich dich nicht, aber ja, du bist zum Tode verurteilt. Umgekehrt auch, vielleicht auf mich bezogen. Was macht es denn für einen praktischen, wirklich praktischen Unterschied, dass ich sage, ja gut, also moralisch will ich ihn nicht verurteilen. Aber so wie er sich verhalten hat, bin ich schon froh, dass er jetzt lebenslänglich, beziehungsweise, ja, sagen wir mal, lebenslänglich bekommt. Ja, das, wenn ich das Wort froh streichen würde aus deinen Worten, wäre ich damit gerne einverstanden. Ja, ja, ja. Wenn sich alle Menschen sozialverträglich verhielten, alle Menschen, dann bräuchten wir kein Recht, kein Strafrecht. Dann bräuchten wir sicher ein Zivilrecht, das die Interaktion regelt. 433 BGB wäre unverzichtbar, Kaufverträge und manche andere Sachen. Und wir brauchten vor allen Dingen auch keinen Staat, es sei denn ein Staat, der diese zivilrechtlichen Dinge reguliert. Aufpasst hier, du verstößt jetzt gegen die Spielregeln, das ist kein moralisches Verdikt, nicht? Also, das ist die Spielregeln lauten eben halt anders in unserer Gesellschaft oder unserer Teilgesellschaft.
und dagegen hast du verstoßen. Also musst du jetzt die Strafe auf dich nehmen, die ja zivilrechtlich selten die Todesstrafe ist, jedenfalls in christlichen Ländern nicht, in islamischen Ländern schon. Dann wirst du halt verurteilt, nicht? Zu einer Geldbuße oder auch zu einer Gefängnisstrafe oder so etwas. Das ganze Recht, das ganze Strafrecht, das Recht, das straft, also nicht nur das StGB, das Recht, das Strafen verhängt, verhängt nur dann, hat nur insofern Recht, als Menschen sich an bestimmten Stellen sozial unverträglich verhalten und der Gesetzgeber die Sozialverträglichkeit durch Gesetze erzwingen muss. Wir könnten uns dieses alle sparen, wenn sich alle Menschen sozialverträglich verhielten. Jetzt nun zu deiner Frage. Wenn ich jemandem, einem Mörder sage, gut, du hast die Spielregeln verstoßen, gegen die Spielregeln verstoßen, du hast Unrecht getan und wirst deshalb nach unseren Gesetzen bestraft, lebenslänglich, also in der Bundesrepublik Deutschland, lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilt. Dann ist das keine moralische Verurteilung. Ich weiß nicht, was an einem Mörder vorgeht. Ich persönlich meine, dass die meisten Mörder psychisch oder sozial oder psychisch und sozial krank sind. Ein psychisch gesunder Mensch wird außer in extremen Situationen nicht freiwillig, vorsätzlich, hinterlässig oder mit anderen Gründen, die das Strafgesetzbuch nennt, einen anderen Menschen töten. Der Unterschied ist moralisch. Ich bin bei dir, ich bleibe bei dir, ich bin auf deiner Seite, ich versuche dich zu verstehen. Ich mache auch keinen Kommunikationsabbruch, aber juristisch musst du die Strafe auf dich nehmen. Das gehört zu den Spielregeln unserer Gesellschaft, gegen diese Spielregeln hast du verstoßen und du musst die Strafe auf dich nehmen, die diese Spielregeln vorsehen. Warum sollte ich mit einem Mörder einen Kommunikationsabbruch machen? Leider gibt es sehr viele Menschen, die das tun und überlassen das Gefängnisseelsorgern und Sozialhelfern, sich um diese Menschen zu kümmern und sie in einem Wir zu halten, in einem Wirfeld zu halten, was ja praktisch wieder Resozialisierung bedeutet oder bedeuten kann zumindest. Und auf diese Weise den Paragraphen 1 des StGB zu realisieren, dass das Zweck der Strafe die Resozialisierung ist. Der Strafe, die aufgrund des Strafgesetzbuches ausgesprochen wird. Ja, das ist insoweit richtig, als die Menschheit, den Rest der Menschheit, ein Recht darauf hat, geschützt zu werden von Menschen, die psychisch in bestimmter Weise psychisch und oder sozial krank sind. Nicht? Und ich denke, das widerspricht nicht. Solange wie diese Krankheit fortbesteht, leider ist man heute etwas sehr großzügig, das nicht fortbestehen anzunehmen, ist dieses Abgeschlossenwerden Voraussetzung. Aber das darf niemals zu einem Kommunikationsabbruch führen. Und deshalb ist auch das, was das deutsche Recht, nicht das deutsche Recht, das deutsche Unrecht den Terroristen angetan hat, die zur Isolationshaft verurteilt wurden, soll heißen, sie durften nur miteinander kommunizieren, wirklich ein Verbrechen. Denn diese besonderen Haftbedingungen können allenfalls vorübergehend und dann müssen sie von einem Richter angeordnet werden. In diesem Fall wurde es aber automatisch gemacht. Das heißt von den Justizvollzugsbeamten. Das ist ein Verbrechen. Und was halten Sie es auch für ein Verbrechen, wenn jetzt die Eltern im Fernsehen sagen, für ihre Kinder,
Wir wünschen, dass unsere Kinder in den normalen Strafvollzug übernommen werden, aus dem Sondervollzug herausgenommen werden. Was würden Sie dann tun? Das deutsche Strafrecht nimmt an, Begünstigung einer terroristischen Vereinigung. Wir sind eben dabei und werden es hoffentlich im nächsten oder übernächsten Jahr schaffen, diesen Paragrafen aus dem StGB rauszunehmen. Ja, die Eltern wurden alle bestraft. Sie kriegen alle einen Strafprozess, ohne Ausnahme einen Strafprozess an den Hals. Ja, das ist letztlich ein Begriff, der auf einer Moral aufruht. Sozialverträglich würde ich jetzt mal wiederum definieren, ist das, was eigenes und fremdes Leben, personales Leben eher mehrt als mindert. Sie haben recht, das ist letztlich ein Moralbegriff. Nicht? Oder Sie können auch sagen, sozialverträglich ist das, was eigene und fremde Würde eher mehrt als mindert. Oder eigene persönliche Entfremdung des Menschen von sich selbst, von Gesellschaft, von Natur und Arbeit eher mindert als mehrt. Ist eine Quantität, ja. Und diese Quantitäten sollen beurteilen die anderen Menschen. Also man sollte einen anderen Menschen fragen dürfen, du hast jetzt den Eindruck, als sei ich deine Würde eher gemehrt oder gemindert habe. Oder dass ich etwas mehr Leben in dir wieder freigesetzt habe, als dass ich es unterdrückt habe. Das sollte man ruhig fragen dürfen, um langsam ein Gespür dafür zu bekommen. Ich persönlich mache es anders. Ich habe, glaube ich, einigermaßen ein Gespür dafür bekommen im Laufe der Zeit. Ich frage mich abends, bevor ich schlafen gehe, wo hast du heute eher, und zwar unstreitig, Leben gemehrt und wo hast du eher Leben gemindert? Diese beiden Punkte fallen mir meistens sehr schnell ein und ich überlege mir dann bei der Lebensminderung, was kannst du tun, damit das sowas nicht nochmal in der gleichen Form vorkommt. Dazu brauche ich 2-3 Minuten und wenn Sie das 2-3 Jahre machen, können Sie ziemlich sicher sein, dass Sie nicht immer ständig ein Feedback brauchen von anderen Menschen über die Sozialverträglichkeit Ihres Verhaltens. Ich nehme jetzt mal die gängige Begründung für die Ethik Schopenhauers, die letztlich im Mitleid gründet. Und ich denke, dass das Mitleid immer eine Episode ist oder den Charakter einer Episode hat, selbst wenn es Monate oder Jahre lang anhält. Es ist jedenfalls nicht ein Dauerzustand. Ich persönlich glaube, dass das Wissen, ich bin im Wir und es kommt auf uns an. Und ich bin eingebettet in ein Wir. Und es kommt darauf an, dass wir auf dieser Welt etwas ändern zum Besseren hin. Dass dieses Eingebundensein, und wenn das Wir nur aus 2 Personen bestehen sollte, dieses Eingebundensein in das soziale Feld die Voraussetzung für jede Ethik ist. Und das Entlassen aus diesem sozialen Feld die Gefahr für jede Ethik ist. Handle stets so, dass du das Leben, das personale Leben in dir und anderen eher mehrst als minderst. Ich gebe zu, das ähnelt in etwa dem Kantschen pragmatischen Imperativ aus der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ich übersetze das jetzt mal ins Umgangssprachliche. Handle stets so, dass du die Menschheit in dir und anderen niemals zum reinen Mittel machst. Also das Ich und das Du, die Spannung zwischen Ich und Du, aber auch das Oszillieren zwischen Nähe und Distanz sind die Grundlage letztlich für ethisches Verhalten. Hier, wie gehe ich mit Nähe und Distanz und dem Oszillieren zwischen Nähe und Distanz menschlich um, so dass ich in diesem Oszillieren mein eigenes und das Leben des anderen eher mehrere, personale Leben eher mehr als mindere. Ich darf mal da einhaken. Meiner Meinung nach ist der Mensch ja biologisch von seinem Herkommen her
ein Gruppentier. Das heißt, wir haben sehr starke soziale Bedürfnisse in uns, die auch befriedigt werden müssen. Das ist einer der stärksten Kräfte, die später rein auf ethischer Ebene dann zum Altruismus geworden sind. Aber wir haben dabei natürlich, bei genau dieser Bewegung haben wir aber auch eine sehr starke Exkludierung der anderen. Das heißt, wir machen Gruppenbildung. Wir machen nicht Kommunikationsgemeinschaft, sondern wir machen schiere Gruppenbildung und grenzen uns gegeneinander ab und fühlen uns sehr moralisch. Fühlen uns nicht nur moralisch, wir fühlen uns altruistisch und sowas alles. Ja, alles andere wäre ja auch dogmatisch, nicht? Wenn alle Menschen sich ähnliche Gewissheiten haben müssten und alle dazu noch der Überzeugung sein, dass ihre Gewissheiten der Wahrheit entsprechen, dann hätten wir tatsächlich die abstrakte Utopie der einen Menschheit erreicht. Aber diese abstrakte Utopie gibt es, ich hoffe jedenfalls, nicht. Wir Menschen werden miteinander in mehr oder größer, in kleineren oder größeren Verbänden leben, die dadurch zustande kommen, dass wenigstens partiell und vorübergehend die Werteinstellungen, Erwartungen, Interessen und Bedürfnisse ähnliche sind und dass wir aufgrund dieser Ähnlichkeit ein Wir-Gefühl entwickeln. Ich kann nicht 5,1 Milliarde Menschen auf dieser Welt lieben. Das heißt, wollen, dass du bist. Das geht auf Einzelne, das geht auch vielleicht auf 10, das geht auf alle Menschen, mit denen ich aktuell in Kommunikation interagiere. Das geht aber nicht, wie gesagt, das sprengt nie den Horizont der Anonymität. Wir Menschen sind zwar über Brücken mit Menschen, mit vermutlich allen Menschen dieser Welt verbunden, oder mit fast allen Menschen dieser Welt verbunden. Aber diese Brücken sind nicht die Brücken des Interesses, des gemeinsamen Interesses, der Erwartungen, der Wertvorstellungen, der Bedürfnisse, sondern das sind die Brücken einfach der rein sachlichen Kommunikation. Schauen Sie, ein soziales System besteht nicht darin, dass eine Gruppe von Menschen das Gleiche will. Wenn ich mit dem Intercity nach Köln fahre, dann sitzen da vielleicht 400 Leute im Intercity oder 300, wir wollen nur eins, wir wollen alle nach Köln. Aber unsere Interessen, Erwartungen, Bedürfnisse und Werteinstellungen sind völlig verschieden und kommen gar nicht miteinander in Berührung. Wir bilden keine soziale Einheit, sondern wir bilden ein Kollektiv. Das ist etwas anderes. Und wir sprechen hier von sozialen Einheiten. Und soziale Einheiten werden eben halt mal definiert durch zwei Elemente. Einmal durch die Grundüberzeugung, durch gemeinsame Grundüberzeugungen, die sogenannten Basic Beliefs, und zum Zweiten durch ein bestimmtes Corporate Behavior, durch ein bestimmtes Miteinander über Konventionen ausgemachtes Miteinander umgehen. Diese beiden Dinge machen zusammen aus ein soziales System. Sie sind die Strukturen, die essentiellen Elemente eines sozialen Systems, nicht die Menschen, sondern die Handlungen von Menschen, machen ja bekanntlich das soziale System, wie Platon schon wusste, aus, der im Nomoi und in der Politeia ja schon geschrieben hat, dass der Staat nicht etwa Menschen reguliert, sondern die Interaktionen zwischen Menschen. Und der Staat besteht aus Interaktionen zwischen Menschen und diese werden vom Gesetzgeber reguliert und nicht Menschen. Die werden bestenfalls von der Rechtsprechung bestraft, wenn sie sich nicht an die Spielregeln halten. In diesem Fall müssen wir uns fragen, wenn aber die Interaktionen ausmachen ein soziales System und dieses definieren, was sind die wesentlichen Merkmale dieses sozialen Systems? Das sind die Grundüberzeugungen, gemeinsame Grundüberzeugungen und etwa dargestellt durch die Vibes und gemeinsame, also werden schon Erwartungen, Interessen, Bedürfnisse und auf der anderen Seite dann einen bestimmten Kommand des Miteinanderumgehens. Nicht eine bestimmte Weise, dass man vereinbart hat, wie man miteinander umgeht und dass der nicht so sich an diese Spielregeln hält, diese Spielregeln entweder
erlernt oder ausscheidet aus dem sozialen System. Nicht? Und nur für diese sozialen Systeme, glaube ich, kann man jetzt ohne jede Wertung gegenüber einem anderen sozialen System, etwa dieses abwertend, kann man sagen, wir bilden eine ethische Überzeugung aus, die zwar formal ist und Material in jeder Lebenssituation von jedem von uns anders und in jedem Lebensaugenblick fast in jeder Begegnung anders, aber neu definiert werden muss. Denn in, was ich einem Menschen sage, wie ich mit ihm umgehe, wie ich mit seinen Interaktionsangeboten umgehe, welche Interaktionsangebote ich ihm mache, das soll biophil sein und ist nur biophil, wenn ich mich auf die jeweilige eigene und fremde Situation einstelle und diese formale Regel in materiale Form gieße. Aber diese materialen Formen existieren oft nur Sekunden oder Minuten oder vielleicht auch Stunden, aber selten Jahre. Sodass letztlich die formale Struktur des Biophilie-Postulats jetzt eingeht in die Basic Beliefs und eingeht in das Personal Behavior und auf diese Weise dann auch ein ethisch begründetes Wir schafft. Alle Führungskräfte, den Unternehmen, die ich im Aufsichtsrat bin, oder die ich berate, unterschreiben alle einen Zettel, auf dem steht, wir erwarten von jeder unserer Führungskräfte erstens die ökonomische Verantwortung, die der jeweiligen Position entsprechende ökonomische Verantwortung und zweitens die soziale Verantwortung, die sich wenigstens darstellt in dem Schaffen eines inneren und äußeren Vertrauensfeldes. Wer das nicht tut, steht da schriftlich zum Nachlesen und unterschrieben. Wer das nicht tut, weiß, dass er im Unternehmen keinerlei Chance hat, weiter aufzusteigen und dass, wenn betriebsbedingte Entlassungen notwendig werden, in dieser Sachverhalt mit berücksichtigt wird. Ende. Und Sie glauben gar nicht, wie schnell man, wenn man von oben her ein Unternehmen so führt und freie Auflösungsverträge von Bestellungsverträgen bei Vorständen so jede Woche ein oder zwei unterschreibt, ja? Und die nämlich führen über Angst und Misstrauen und so etwas. Und nicht über Vertrauensschaffend. Die nicht wissen, dass ihre Wertschöpfung, ihre betriebliche Wertschöpfung ausschließlich davon abhängt, was ihre Dienstleistungen, die sie ihren unmittelbaren Mitarbeitern gegenüber erbringen, wert sind. Wenn sie das nicht wissen, dann müssen sie halt gehen. In keinem, mit einer Ausnahme, in keinem von mir als Aufsichtsrat mitgeführtem, verantwortlich mitgeführtem Unternehmen, strategisch geführtem Unternehmen, sind Arbeiter entlassen worden, sondern Arbeiter, angelernte Arbeiter suchen wir sowohl in Hochtief als auch im Maschinenbau in Mengen. Entlassen worden ist in Mengen das mittlere Management. Da geht das Geld verloren. Wenn Sie senkrecht mal eine Prozesskostenrechnung machen und entlang dieser Prozesskostenrechnung eine Wertschöpfungsanalyse, dann schauen Sie, wo zu viel Geld ausgegeben wird im Unternehmen. Und das ist ganz selten bei den Arbeitern der Fall. Das ist fast immer der Fall im mittleren und gehobenen Management. Raus. Wenn die Wertschöpfungsanalyse ergibt, dass er das Dreifache des Gehalts bekommt, als er schafft, also an Werten schafft, an ökonomischen Werten schafft, wobei der ökonomische Wert natürlich durch die Nachfrage des Kunden, durch die Nachfrage auf dem Markt definiert ist, lassen wir das aber mal. Dann muss er weg. Er muss weg. Kosten sparen dadurch, dass ich Arbeiter entlasse. Das ist der größte Unsinn, den ich machen kann. Ich muss Kosten sparen da, wo sie anfallen, überflüssig anfallen.
Schauen Sie, das halte ich für biophil. Eine Unternehmenskultur, die auf diese Weise die ökonomische Verantwortung verbindet mit einem bestimmten Stil des Miteinanderumgehens im Unternehmen. Und wer diesen Stil nicht leisten kann, der gehört nicht ins Unternehmen. Also, das Unternehmen und die Einheit des Unternehmens wird definiert durch gemeinsame Grundüberzeugungen auf der einen Seite und durch ein Corporate Behavior, durch ein Common über das Miteinanderumgehen auf der anderen Seite. Das macht die Unternehmenskultur aus und da entscheidet sich jetzt die Frage nach der Unternehmensethik. Die Unternehmensethik ist genau dann gegeben, wenn die Basic Beliefs und das Corporate Behavior ethisch vertretbar sind. Sie sind ethisch vertretbar, wenn Sie sich etwa am Biophilie-Postulat orientieren. Aber das hat unter Umständen auch harte Konsequenzen im Unternehmen. Denn das Unternehmen hat ja nicht nur, ist ja keine Veranstaltung zur Verbesserung der allgemeinen Sittlichkeit, sondern ein Wirtschaftsunternehmen ist ein Unternehmen, um Karl Marx zu zitieren, ein Wirtschaftsunternehmen ist eine gesellschaftliche Veranstaltung zur Mehrung des disponiblen Kapitals. Diese Definition ist besser als die FAZ-Definition von Unternehmen. Und wieder würde ich mal manchen Leuten von den Elite-Zeitungen dringend empfehlen, Karl Marx zu lesen. Sie können da ein bisschen wenigstens Grundlagen der Wirtschaftslehre kennenlernen.